Willst du von Herrn Hanelstein eine eigene Kammer auf der Burg Pirkstein? Okay. Eigene Kammer jetzt. Geil ist das. Ja. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Gut, was gehen wir als nächstes an? Wir brauchen noch Federn. Federn. Ich muss da in die Halle hoch. Ich hätte aber jetzt ich hätte keine Federn. So, vielleicht da oben, dass ich da Raben finde oder sowas. Da glaube ich nicht, dass ich was finden werde. Ich lasse jetzt einmal die Rüstung an. Oder vielleicht dann später noch eine andere. Das erste muss das erreichen. Pebbles? Da. Das ist die Pebbles. Ich kann nicht mal anderes Pferd nehmen, weil das eine, was mir so gefallen hat, das war ja unerspeichbar. Durchgehen anscheinend. So. Ah, hoch da, komm. Ja, sehr schön. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Irgendwo müssen also bescheuerte Raben sein. Ersten wäre es immer noch drüben Henker. Ich habe aber. Ja, ich bin dran. Vielleicht erwähne ich da ein. Oder Hühnerfedern. Aber du musst den Hühnerstall finden. Hinten ist schon nicht sehr. Feder. Das war es anscheinend nicht. Maskerade. Rabenfedern. Oder schwarze Federn. Eine schwarze Feder hätte ich. Und die war aus dem Vogelnest. Ich dachte, das darf ich nicht, nur Raben sind, aber auch nicht wirklich. Okay. Da ist da nichts. Da müsste in der Bildstock sein. Das nächste Nest wäre da. Das sind Pebbles. Da mal ein Bildstock. So. Warum liegt ein hinniges Pferd? Ist denn da, ich mir jetzt dachte, dass da irgendwie Raben sind? Wenn ich ihn kriege, aber nein, auch nicht. Ja! Gut! So. Braucht doch nur eine bescheuerte Feder. Das ist mir die. Oh.
Und da sind die Preise ändern. Der Baum. Ah, da. Da ist das Nest. Ich habe schon keine Pfeile, oder wie? Ja, war klar. Die Träger hätte ich zu genügen. Ausrüstungsdrohnenschild, das war alte. Was suche ich jetzt? Abteile. Ja. Geil. Jetzt verschieße ich unsichtbare Pfeile. Also. Hä? Was ist jetzt mit den Pfeilen los? Jetzt können wir aber schon ein bisschen warum verschwinden? Wo verschwinden meine Pfeile hin? Dann stecken wir den Kugel nochmal weg. Hol mal das Schwert heraus. Eh nichts mehr. Hol ich nochmal den Bogen raus. Krieg ich nicht. Jetzt ist der Pfeil wieder unsichtbar. Ah, okay, er ist doch da. Ich verstehe es gerade nicht. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder zurückzugehen. Schade. Schade, schade. Wahrscheinlich wäre genau da jetzt die schwarze Feder drin gewesen. Mach doch was aus Saladen, bitte. Das ist interessant. Lade, lade, lade Bildschirm. Lade, lade, lade Bildschirm. Umdrehen, umdrehen. Waffe weg. Und voran. So. Hi. Hi. In die Halle der oberen Burg. Was jetzt mit Matthias passiert? Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhojet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhojet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen.
Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribeslawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Faksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings ist eine Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppredelle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Hoyette hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Mehr Hoyette und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. So, dann haben wir eigentlich zum Punkt. So. Und bevor ich nicht angegriffen werde mit der Kommandoanrüstung. Ich würde das gerne abschließen, aber ich brauche immer noch diese eine Feder. Also nochmal probieren, da jetzt einen anderen Nest. Warte mal, da war irgendwas. Osterei gekommen. Hoppala, was hat das gehört? Aber nicht, dass ein Händler sowas hat. Wo wäre der nächste Schenkel gekriegt? Ich glaub's nicht. Moment, warte mal. Qualitätszähne. Ich finde keine Raben, ich finde keine Federn, das ist... Was ist das?
Rüstungsschmied. Einfach nur Interesse, aber zum Schauen, was für Rüstungen hat. Beziehungsweise, ob er meine Sachen wieder reparieren kann. Ich würde eigentlich wahrscheinlich einen Schneider brauchen, das für das andere. So, lieber Händler. Guten Tag. Lass uns handeln. Zurück. Eisen des Herkules. Aber ich kenne ich noch nicht. Ja, das, was ich brauche, natürlich hier nicht. Achso, ne, zurück. Wir kriegen das Geld. Wir werden uns da kurz hinsetzen. Oder ich bin. Shit, ich glaube, das habe ich schon gehabt. Nein, ich schäme mich so, dass ich bin. Ah, ich habe es auch schon gehabt. Shit. Scarlet liegt in Trümmern. Habe ich das doch schon gehabt. So, wo war der Schmied da? Mehl, Eier, Salz, Käse. Wir sind alles zu einem Teil. Mach ihn zu Brot und die ganze Familie dafür. Er ist wieder kopflos. Sind viele kopflos, was soll das jetzt? Gott sei mit dir. Lass uns mal handeln. Du bist nur Waffen, oder was? Für Waffen. Okay, dann. Ladenwache. Er stammt da nicht. So, das. Ja, Moment. Wir sind selber drüben. Gurken! Saftige Gurken! Spargel und Pflaumen! Ah! Guten Tag! Da haben wir ja. So. Interessant. Die sind ja schweineteuer. Okay. Ein kurzes. Wir werden ein kurzes Kettenhemd nehmen. Ich weiß gar nichts. $1,700, na, die haben sie irgendwo. Für die, ah, okay. 3, Überhaupt nicht überteuert, ne? Okay. Jetzt fällt mir nicht an, dass ich am. Wollen wir gleich anschauen, was da los ist. Viel zu teuer alles. Ist mir leider viel zu teuer. Den und das.
Handschuhe zu. Nee. Haben wir jetzt schon was? Kettenhemd habe ich noch nicht. Achso, jetzt ist. Ui, ich habe jetzt eh schon gekauft. Andererseits, ich kann nebenbei noch Sachen verkaufen. Und das, ja, das ist alles nichts wert. Ja, muss ich weg, und das behalte ich an, die Jagdhandschuhe tue ich weg. Muss ich auch weg tun. Meilen der Kyros, okay. Edge Composite Beine, ja. Manische Armschirm. Jetzt habe ich immer auch weg, einen Silberring. War beide weg. Ich brauche das werde ich auf jeden Fall behalten. Dann das dazu. Ja. Warte mal. Kann ich dem? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht meinen Kopf verkaufen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ich würde bitte gerne so wenige. Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Ja, das ist mir schon klar. Ich will nur schauen, wie weit du runtergehen kannst. Gut, ich glaube, mit 400 können wir handeln. Ich wusste, wir werden uns einig. So, Inventar, Rüstung. Die Kurzjacke. Die Handschuhe. So. Ja, schaut ja schon so halbwegs gut aus. Bis auf den Helm, der ist so. Ach gut. Ich bin gerade der Helm fertig. Habe ich nicht die Gewürze zum Verkaufen? Die Eier schon wieder. Wildschweinhauer hätte ich noch. So. Wo kriege ich jetzt noch Rabenfedern? Ja. Da hätten wir noch ein Nest.